Was soll man tun, wenn man erst kürzlich geheiratet hat und Probleme hat? Wann sollte man aufgeben? Wenn du jetzt schon über Aufgeben nachdenkst und du hast gerade erst neu geheiratet. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, das ist ein großes Thema, was wir haben. Und das ist auch eines der Themen, ich meine jetzt nicht die Schwester, aber allgemein kann ich euch sagen, weil die meisten auch auf Haram-Basis geheiratet haben, hat Allah ihnen Segen gegeben oder nicht? Nein. Sie haben nur Probleme, weil sie auch auf Haram-Basis geheiratet haben. Was heißt auf Haram-Basis? Wie haben sie sich kennengelernt? Erlaubt oder unerlaubt? Unerlaubt. Sie haben sich getroffen, sie haben sich schon näher kennengelernt, als sie sich eigentlich kennenlernen durften. Und etc., etc. Ich meine, die Wege und Mittel, ihr kennt sie sehr gut. Und dadurch bekommen sie keine Baraka, keinen Segen von Allah subhanahu wa ta'ala in der Ehe. Auf jeden Fall, wenn man Probleme hat, Probleme sind etwas Natürliches. Aber die Frage ist, wie löst man diese Probleme? Wie löst man diese Probleme? Und hier empfehle ich, dass man sich beraten lässt, bi'idhnillah ta'ala. Ich habe das Thema gelassen, weil ich will gar keine Kopfschmerzen mehr.